Guten Abend, liebe Kinder. Nun hier wie die gute Nachtgeschichte mit Tante Anna. Sei ihr alle gespannt, was von dir für eine Geschichte kommt? Jo, ich will Ihnen zuerst die Sprüche 22, der Vers 9 verlesen. Da steht es so. Ein gütiges Auge, das wird gesehen. Wer in der Tiefe von seinem Brot, der Arme. Der Herr Jesus, der hat seine Jünger gesagt, dort wird Gott beten sollen. Unser tägliches Brot gib uns heute. Jo, dort ist nicht selbstverständlich, dort wir immer so zu essen haben. Hörst mal ohne Geschichte. In der Geschichte, wo ihr hören, wie wunderbar Gott helfen kann. Dort wird eine arme Witwe. Sie hat 5 Kinder zu ernähren. Und sie wisst ein Tag nicht mehr, wo sie ihre Kinder zu essen geben soll. Der Kummer, der wird ganz ladig. Aber sie vertraut Gott. Und sie dacht, wenn Gott uns gemerkt hat, dann wird er uns auch erhöhen. Und wir machen bloß beten zu ihm und geläufen, dass seine Gnut über uns ist. Und sie betet sie zu Gott und dankt ihm für die Hilfe, wo sie immer getrieben haben. So wird eine fleißige Früh. In ihre Tänien, die haben den Heiland auch so erläuft. Sie werden gehorsam und sie halten ihre Mutti immer so. Und zumorges sagt die Mutter, Tänien, in diesem zumorges kann ich Ihnen nichts zum Essen geben. Ich habe schon Brot. Ich habe auch schon Mehl. Ich habe nicht mal ein Ei. Aber nun soll ich alle fleißig beten. Der liebe Gott, der ist rich und mächtig. Heute hat gesagt, rüb mich an eine Nöte, so will ich die erhören. Der kleine Christian, den ganz traurig, ohne ein Städtbrot in der Schule. Als heute dann auf dem Weg bei der Church vorbeigeht, dann sag ich, dass die Church in der Ob wird. Dann geht er in die Church nennen und schätzt sich rum. Da wird schon. Ich sag schon. Dann deutet er ganz laut beten. Lieber Heiland, gib uns doch irgendwo zum Essen. Unsere Mutter, die hat schon Brot, schon Mehl, auch nicht mal ein Ei. Halb du uns doch, du kannst dir alles machen. Und wenn du ein Wort sprechen willst, dann hältst du auch dein Wort. Dann stund er ab und ging mit einem langen Mehl in der Schule. Als dann eine schöne Pause wird, dann deuten die Tänier alle auf dem Schulhof spielen. Aber Christian, der konnte nicht spielen. Heute dachte Eugel, wird der Heiland mein Gebet erhören? Als er dann in das Haus kam und immer noch ein Lade Möhr hat, dann kam heute der Dernen und dann sagte er auf einmal, auf dem Tisch, da werden 2 große Brötchen. Und da wird eine große Kampf voll Mehl. Und da wird ein großer Korf mit Eier. Als er dort sagt, dann wird er ganz froh.
Und dann röbde, Gott sei Dank, heu haft mein Gebet erhielt, Mutter. Haft der Engel Gottes das alles noch angebracht? Nee, sagte Mutter, aber Gott haft trotzdem dein Gebet erhielt. Als du eine Zeit beten deutst, dann wird der Früh vom Bürgermeister auch in dem Rühm. Bloß du kannst auch nicht sonnen. Und so hielt aber, wo du beten deutst. Und nun habt ihr all diese schöne Sachen noch an sich gescheit. So ist der Engel, was dem Gott gescheit hat. Und wir werden Gott nun danken, dass heute dort so wunderbar geführt hat. Dort kreit dann, als du eine Church wirst, der früh von Bürgermeister eine Church wird. Und so könnte die hören, wo du beten deutst. Jo, so mögt Gott dort führen. Dann deute Mutter und alle 15 Jahre neuen und sie deuten töb danken. Sie danken dem Herrn, dass er so freundlich ist und dass seine Güte ewiglich ist. Nun werden wir noch beten. Du größter Gott im Himmel, wir danken dir, dass du alle Gebete in der größten Welt erhören lässt und dass du auch diese arme Familie geholfen hast. Du wirst, weil wir dir die Ehe bringen. Amen. Der Tisch ist reich gedeckt, wir essen jeden Tag, die Felder braucht in gute Frucht. Viele Menschen sind auf dieser weiten Welt heut hungrig, sie haben kein Stück Brot. Sag, hast du schon dafür gedankt, dass Gott uns so viel Gutes gibt? Meinst du, wir hätten es verdient? Nein, es ist Gnade. Sturm noch Krieg hat uns bisher bedroht, Gott wachte täglich über uns. Doch denkst du mal daran, dass ohne Heimat sind in vielen Ländern Menschen heut. Sag, hast du schon dafür gedankt, dass Gott uns so viel Gutes gibt? Meinst du, wir hätten es verdient? Nein, es ist Gnade, weil du, o Herr, uns reich beschenkt, gilt dir der Preis und Lobgesang. Nimm an den Dank aus unserem Herz. Es ist nicht blind, dein Ohr, es ist nicht taub, bewegen kannst du dich ganz frei. Wenn du jetzt bei dir denkst, so muss das alles sein, dann schau die kranken Menschen an. Sag, hast du schon dafür gedankt, dass Gott uns so viel Gutes gibt? Meinst du, wir hätten es verdient? Nein, es ist Gnade, weil du, o Herr, uns reich beschenkt, gilt dir der Preis und Lobgesang. Nimm an den Dank aus unserem Herz.
lasst uns an diesem Tag dem Heiland bringen Dank, dass er uns Menschen so sehr liebt. Ist unser Dank auch schwach, Gott hört uns gerne zu und freut sich über unser Lob. Sag, hast du schon dafür gedankt, dass Gott uns so viel Gutes gibt? Meinst du, wir hätten es verdient? Nein, es ist Gnade, weil du, o Herr, uns reich beschenkt, gilt dir der Preis und Lob. Das wird die gute Nachtgeschichte. In uns noch gute Nacht. Schluckt Säuerschein.